So, wir sind heute in der Werkstatt. Es geht weiter. Wir haben lange nichts mehr gebracht zu der Arcade-Maschine, zu dem Automaten. Heute geht es weiter. Es war viel im Haus zu tun, also in der Wohnung zu tun. Und deswegen kommen wir jetzt dazu. Wir haben festgestellt, wir haben einen Fachmann da gehabt in der Wohnung. Wie gesagt, der Automat stand ja lange Zeit hier in dieser Garage. Und es wurde dann, ja, über drei Hilfskräfte, ja, die haben wirklich, das war zu dritt, haben wir den in das Stiegenhaus reinbracht und raufgebracht, den zweiten Stock. Nur der Monitor, die Röhre ist leider defekt, die müssen wir auswechseln. So, wenn wir um 15 Euro auf Will haben, einen voll funktionstüchtigen 50 Hertz Röhrenfernseher gekauft, den schauen wir uns jetzt einmal an. So schaut das ganze Ding aus. Ich habe das den hinteren Teil schon abgeschraubt. Das waren, glaube ich, 10 kleine Schrauben, die das Ganze dann da zusammenhalten, und das macht das Ganze natürlich sehr schwer allein zu transportieren. Und da ist jetzt die Röhre drinnen. Ja. Das ist keine Ahnung, was das ist, aus welchem Jahr das ist. Ich filme da ein bisschen was ab, aber an und für sich ist das sicher ein Fernseher aus den 90er Jahren. Marke Toshiba. Okay, gut. Also, ich, wie gesagt, ich bin nicht in die HTL gegangen und da kenne ich mich auch mit so ganzen Platinen und dem ganzen technischen Kram kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich baue mich jetzt einmal fachmännisch aus. Jetzt sogar Lautsprecher, oder? Vielleicht können wir die sogar auch adaptieren für den Automaten. Ja, jedenfalls wird diese Röhre dann in den Automaten reinkommen. Ich hoffe, dass das Ganze reibungslos funktioniert. Wir haben jetzt da eine kleine Schikane mit einem Schrauben. Das ist dann da, wo man die Röhre dann aus dem Rahmen nimmt. Nur das Plastik ist da davor. Und deswegen kann ich das nicht auftragen. Das ist ein Imbusschlüssel. Wir haben zwar schon viel Werkzeug, aber so ein Imbusschlüssel ist im Moment nicht greifbar. Jetzt werde ich es mit der Flex aufschneiden. Das gehen wir uns dann auch schon im Arbeitsprozess, gell? So, und jetzt geht's los. Ohne. Fährt jetzt ungefähr so, wie wenn man irgendein Kunststoff Geschirr in einen Kochlöffel vergisst auf der brennheißen Ceranplatten wegzunehmen. So fällt das jetzt circa. So, da weiter. Seht ihr das? Bist deppert. Das war der störende Teil. Den haben wir jetzt einmal weg. So. Und jetzt schauen wir mal das mit diesem Ding da aufkriegen. Ihr seht, das stört da jetzt nicht mehr so. Jetzt kann man schon ein bisschen dran. Jetzt kann man sich schon ein bisschen helfen, weißt? Ein bisschen mitdenken. Zumindest ein bisschen Ahnung haben von der Technik. Wir wollten die HTL machen, aber wir haben leider die Aufnahmeprüfung mit zu wenig Punkten in der Spengergasse geschafft. Also damals haben sie mehr Leute aufgenommen. Also weniger. Jetzt haben sie mehr beworben und sind leider durchgefallen. Jetzt sind wir die Handelsschule gegangen. Ja. Sonst waren wir vielleicht jetzt Fernsehtechniker geworden. Aber egal, scheißegal, wir müssen das jetzt aufmachen. Und ich brauche da jetzt auch nichts mehr wegflexen, das ist alles pipifein. Die ist eh relativ schnell offen, kann man, glaube ich, sogar schon mit den Fingern. Nein, noch nicht. Dauert ein bisschen, aber wie gesagt, bei solchen Sachen ist auch die Geduld sehr gefragt. Ah, bist du deppert. So. Wunderbar.
Ja, und wie gesagt, der Fernseher ist natürlich mit vier solchen Schrauben verankert. Das heißt, das müssen wir viermal machen. So, jetzt schon langsam. Oh, immer nicht. Okay. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt so eine Ratsche, so eine Nuss, Imbusnuss haben wir leider nicht bei der Hand. Jetzt ist das Ganze weg, das schaut jetzt so aus. Und jetzt könnte man den Fernseher, wenn man alle vier Schrauben unten hat, könnte man die ganze Röhre mit der Platine unten dann, das zeige ich euch da jetzt. Da könnte man jetzt theoretisch, dieses Stück ist lose, da ist der die Röhre, der Rahmen dieser Röhre, die sitzt da so in seinem Rahmen, dass die nicht wogelt oder herumeiert da drin in dem Plastikstück. Jetzt einmal gelöst und ja, das zeige ich euch dann, wenn ich fertig bin, zeige ich euch dann das Ganze, wenn das ganze Plastikdings da, der Plastikrahmen dann weg ist, dann komme ich dann wieder. So, ihr seht, da ist schon ein bisschen was da weitergegangen, also die Bildröhren. Die ist locker, die kann ich schon rausnehmen. Auch dieses Board da, dieses Anschlussboard, ist bereits befreit von diesem Plastik-Scheißdreck. Das habe ich wirklich jetzt einige Minuten mit der Flex verbracht und das Ganze angesagelt. Ja, Lautsprecher und so weiter, werden alle noch angeschraubt. Ja, also das ist der kurze Zwischenbericht jetzt, was wir bis jetzt gemacht haben. So, und so schaut das Ganze jetzt aus. Es hat ungefähr gedauert eine gute dreiviertel Stunde. Bildröhr liegt jetzt auf einem Polster, damit die nicht unterisch zerkratzt. Alles ausgebaut. Die ganze Röhre mit Platine, mit allen Anschlüssen. So wird das fachmännisch auch gehandhabt. Hat man ungefähr jetzt eine Arbeitsstunde gekostet, wo ich auch sicherlich einen 50er zahlt hätte. Habe ich selbst gemacht. Gut. Der nächste Arbeitsschritt ist dann das Ausbauen des alten Monitors, der ist noch drinnen im Automat. Das werde ich aber, wie gesagt, dann mit dem Fachmann machen, der kommt in einer Woche. Und ja, und dann wird Schritt für Schritt der neue Monitor in den Automaten eingesetzt, angeschlossen, das Kontrollboard aktiviert und so weiter. Diese Schritte dann in eigenen Videoblogs. Bis dahin jetzt einmal war's das. Zweiter Teil hier dieses Berichtes zur Arcade Supermaschine. Pfiat euch und auf Wiedersehen.